Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Wir sind weiter auf der Spur des neuen Monsters, das wir verfolgen sollen. Suchen wir weiter. Ich brauche Vitriol, Vitriol! Was der Fluss mitbringt, wird hier im seichten Teil angeschwemmt. Ja, der Gestank ist heftig. Hol dir dein Schwert wieder raus, ist da gar niemand. Blut. Die Wache hat die Netze aus dem Wasser gezogen und dann den verstümmelten Leichnam freigeschnitten. Ich springe rein und sehe nach, ob sie auch nichts übersehen haben. Sieh mal die Spur. Die Wache ist vor kurzem mit einem Boot von hier aufgebrochen. Vermutlich, um die Leiche irgendwo hinzubringen. Hier waren Netze befestigt. Das ist aber jetzt schon ziemlich schallock gewesen, dass da Netze befestigt waren. Krass. Es sind nur noch blutige Fetzen von den Kleidern des Opfers übrig. Hochwertige Kleidung. Das Opfer war wohlhabend? Sieht so aus. Also wahrscheinlich wieder ein Adliger. Also kann man hier nichts looten. Ach toll, das brauche ich nicht. Becher. Angespülter Unrat. Wir müssen weitersuchen. Ja, da war doch schon was im Wasser, irgendwie ein Fass oder sowas. Kein Krug. Oder, wobei, der hat kurz rot geleuchtet, oder? Vielleicht soll ich ihn ja nehmen. Ah, anscheinend nicht. Herzog Wächterstiefel. Warum ist denn das alles rot, der ganze Mist hier? Ja, es ist auf jeden Fall total wichtiges Zeug bisher. Kaputte Ruder, ein Krug, Taschentuch mit dem Monogramm DLC. Oh, das ist also Download-Content. Okay, sehr geil. Wahrscheinlich auch wieder so ein kleiner Gag. Nein. War noch irgendwas Interessantes hier? Sieht nicht so aus. Wahrscheinlich so ein kleiner Gag, DLC. Oh, lustig. Ein Seidentaschentuch mit Monogramm DLC. Es muss einem Adligen gehört haben. Wäre gut zu wissen, wo sie die Leiche hingebracht haben. Und jetzt? Wir wissen, dass dies nicht der Schauplatz des Mordes ist. Die Leiche wurde angetrieben und hat sich dann in einem Netz verfangen. Die Wachen haben sie rausgezogen und mit dem Boot weggebracht. Ich will sie mir ansehen, bevor die Verwesung einsetzt. Die Taverne. Die Inhaber müssten gesehen haben, wo die Wachen hingefahren sind. Fragen wir nach. Oh, wer ist denn dieser? Oh, ich würde fast sagen, es war eine Frau mit dem in dem Umhang da. Ich glaube, wir haben Publikum. Kein Wunder. Die Leute hier werden noch ihren Enkeln davon erzählen, wie einst eine gevierteilte Leiche aus dem Fluss gezogen wurde. Noch eine Sache. Ich habe ein Taschentuch mit Monogramm gefunden. DLC. Sagt dir das was? Delacroix? Kann nicht sein. Ihn hat das Biest also gemeuchelt. Offenbar. Kanntest du ihn gut? Vor langer Zeit waren wir enge Freunde, doch unsere Wege trennten sich. Er war ein Mann der Extreme, der seinen Gefährten beistand und die Feinde bis zum Letzten bekämpfte. Hatte er denn viele Feinde? Aber ja. Doch was hat das mit dem Biest zu tun? Ah, Geralt. Es ist zu schmerzlich. An diese alten Zeiten möchte ich jetzt lieber nicht denken. Zu spät. Wir reden später. Gehen wir in die Taverne. Ich muss dich bald verlassen, um zum Hof zurückkehren. Du bist doch gerade erst in Toussaint eingetroffen. Ein Ritter in den Diensten der allergnädigsten Herren kennt keine Rast.
Tatsächlich befürchtete ich schon, zu spät zu kommen, um meine Pflicht zu tun. Doch es zeigt sich, dass ich gerade recht eintreffe. Boah, was läuft denn da so langsam? Vor allem vollgemilden. Wir laufen ja quasi vor ihm her. Also es sei denn, ich warte und laufe ihm dann nach, aber... Ich will den armen Leuten nichts klauen. Ich will nur wissen, ob es irgendwo Vitriol gibt, verdammt nochmal. Wenn du die Leiche untersucht hast, musst du Anarietta Bericht erstatten. Anarietta? Der allergnädigsten Herzogin. Ich vergesse mich bisweilen. Wir nennen einander beim Vornamen, wenn wir unter uns sind. In Palmerins Anwesenheit jedoch nicht. Er nimmt Anstoß an solchen Vertraulichkeiten. Hier trinkt alles Wein und noch mehr Wein. Ein Treffort für Händler, Schmuggler und Seeleute. Und es gibt hier die beste Langustensuppe in ganz Tussan. Sind unsere Männer denn nicht tapfer genug? Natürlich sind sie. Aber Tapferkeit. So, wenn wir einmal hier sind, können wir auch das Anschlagbrett mitnehmen, oder? Schuhputzdienste, komm verdreckt, geh geleckt und du wirst sehen, ich bin perfekt, der Schuhputzer am Hafen. Gesucht, der weiße Wolf. Der Hexer Geralt von Riva, auch als weißer Wolf bekannt, wird als Führer gesucht. Seinem potenziellen Auftraggeber garantiert einen ansehnlichen Lohn für diesen ungewöhnlichen Auftrag. Weitere Informationen erhält er am provisorischen Basislager von Graf Billadal in Tussan. Hinweis, wir suchen alle anderen Personen höflich, aber bestimmt sich nicht im Basislager als Geralt von Riva zu präsentieren. Graf Billadal ist nicht von gestern und kann rasch beurteilen, wer ein Hexer ist und wer nur so tut. Die lustigen Zeitgenossen, die ins Lager reisen, um abgerissene Kleidung und Holzmesser vorzuzeigen, sparen sich besser den Weg. Notiz des herzoglichen Kämmerers. Aufruf an alle fahrenden Ritter und andere Kämpfer. Das Herzogtum braucht euch, eure Hilfe ist gefordert. Es winkt eine großzügige Belohnung. Näheres erfahrt ihr beim herzoglichen Kämmerer am Ritterruhplatz. Ankündigung der Generalprokuratur des Herzogtums Tussan. Hiermit kündigt die Generalprokuratur eine beschränkte Auktion hinsichtlich des Verkaufs einer bebauten Liegenschaft mit zugehörigen landwirtschaftlichen Flächen in der Region des Karoberta-Waldes an, die nach dem Tod des Grasen Crespi in den Besitz der herzoglichen Schatzkammer übergegangen ist, da dieser keinerlei Erben hinterlassen hat. Da das Anwesen Belgard etwas Besonderes ist und eine wichtige Rolle in der Weinherstellung spielt, die dem Herzogtum in aller Welt viel Ruhm einbringt, erhalten nur Bürger des Herzogtums Tussan die Erlaubnis, an der Auktion teilzunehmen. An alle fahrenden Ritter und andere Gerüstete verbreitet die Kunde, dass die Dienste von freiwilligen Ordenshütern gesucht werden. Bei der Übertragung der oben genannten Liegenschaft wird mit kleineren Problemen gerechnet, die den Einsatz von direkter körperlicher Gewalt notwendig machen. Alle Freiwilligen werden gebeten, sich beim Büro des Prokurators von Tussan in der Nähe der Blaymundbrücke zu melden, wo auch die Auktion stattfinden wird. Das große Quinturnier von Beclair. Das große Quinturnier von Beclair. Graf Munir freut sich sehr, eine von ihm organisiertes Quinturnier ankündigen zu dürfen. Wer an dem Turnier teilnehmen möchte, möge sich in der Fasanerie anmelden. Bitte beachtet, dass an diesem Turnier eine neue Fraktion teilnimmt, die von Graf Munir selbst entwickelt wurde. Mögen die Spiele beginnen. Auftrag für Hexer. Karawanenexkurte. Auftrag für Hexer. Die Böttcherzunft von Beauclair sucht eine oder mehrere Personen, die willens sind, eine Händlerkarawane durch ein Gebiet zu geleiten, das vom großen weißen Schrecken bedroht wird. Klingt wie ein weißer Wolf. Ach, wie ich? Ha! Weitere Informationen bei Gaston Legaff im Händlerlager im Wald nördlich des Coronata-Weinguts. Maukrim Polar, Untersekretär für Bedrohungs- und Risikohandhabung, Böttcherzunft von Beauclair. Der herzogliche Beamte sucht Hilfe. Da könnte es was zu verdienen geben. Naja, das sind viele, aber das lassen wir erstmal alles so, wie es ist. Ich will noch gucken, wie die Fragezeichen gekommen sind. Okay, eher wenig. Und auch komisch, dass das Fragezeichen von hier oben kommt. Ich hätte gedacht, es wird dann hier aufgedeckt. Es sind jetzt eher wenig Fragezeichen, aber na gut, ist erstmal egal. Ich kann's nicht glauben. Ich kann's einfach nicht glauben. Meiner Treu, rieche ich das deftige Aroma von Pâté? Nichts anderes, Herr de Perrac-Perron. Die Zeit hat deine Sinne nicht getrübt, wie ich sehe. Setz dich doch. Es wäre uns eine Ehre. Und auch dein Begleiter. Doch weswegen liegt gar kein Duft nach Langustensuppe in der Luft? Es gibt heute leider keine Suppe, weil die Langusten aus sind. Du hast es vielleicht noch nicht gehört. Aber ich habe nur eine Leiche gefangen. Im ersten Morgengrauen. Und der Himmel war blutrot.
Genau wegen dieser Leiche sind wir hier. Der Mann, den du zu Tische batest, wurde von der allergnädigsten Herrin aus fernen Landen gerufen, auf dass er das Biest finde und töte. Wir luden zwei Männer zu Tisch, und da Ritter de Perrac Perron eher das Temperament eines Hasen als das eines Hundes hat, nehme ich an, dass der Jäger wohl der andere ist. Mit wem haben wir das Vergnügen? Ich bin Geralt. Milton hat mich schon vorgestellt. Ich heiße Geralt. Wie bescheiden. Du kannst noch nicht lange mit Herrn de Perrac Perron herumziehen. Spar dir die schnöden Affronts. Geralt ist ein Meister des Hexerhandwerks. Er hat Fragen zum letzten Opfer des Biests. Ich habe die Leiche gefunden. Die Sonne war gerade aufgegangen, als ich erwachte und mich im Bett aufsetzte. Ich sah aus dem Fenster und der Himmel war rot wie Blut. Bitte, Geralt, frag was. Sonst sind wir im Winter noch hier. Aber schön, dass wir endlich mal im Gebiet sind, wo ich respektiert werde als Hexer und nicht, wo wir im Hauptspiel ja teilweise angefeindet wurden, weil wir ein Hexer waren und uns die Leute ja teilweise gehasst haben. Also zum Glück ist das hier ein bisschen anders, wie es aussieht. Muss früher Morgen gewesen sein. Du hast deine Netze überprüft und dann? Ich trat aus der Hütte und sah... Meiner Treu kommt zum Punkt, Mann! Du hast in deinen Netzen eine Leiche gefunden, das wissen wir schon. Was ist dann geschehen? War jemand in der Nähe? Hast du was Bemerkenswertes beobachtet? Irgendetwas? Es war keine Seele dort, nur ich. Was Bemerkenswertes? Tja. Was hast du gesehen? Aber komm mir nicht nochmal mit dem roten Himmel. Ich sah einen Kopf im Wasser treiben. Augen offen, die Zunge hing blau heraus. Daneben trieb eine Hand. Hast du die Leichenteile untersucht? Ich war so erschrocken, dass ich ins Dorf gerannt bin, so schnell ich konnte. Ich kam mit Wachen zurück, die mir befahlen, zurückzubleiben. Sie hatten es nicht leicht. Die Körperteile hatten sich so in meinen Netzen verheddert, dass sie die Netze zerschneiden mussten. Ich muss die Leiche sehen. Weißt du, wo man sie hingebracht hat? Sie haben sie über den Fluss gefahren, auf einen Karren geladen und den Corvo Bianco in den Keller gebracht. Damit sie kühl liegt, weißt du? Was? Aber Corvo Bianco ist das Anwesen von Baron Rossell. Wenn der erfährt, dass sein Keller in eine Gruft verwandelt wurde, lässt er die Hunde von der Kette. Sein Weingut ist versteigert worden, während ihr im Norden waltet. Wer war das? Die Frau, die gerade gegangen ist. Die habe ich noch nie gesehen. Ich habe sie auch nicht reinkommen sehen. Das muss Lenise gewesen sein, die Tochter des Wirts. Aber warte mal. Geralt, das ist ja ein Skandal. Rossells Weingut wurde versteigert? Unerhört. Es ist kein Geheimnis, dass der Baron Spielschulden bis über beide Ohren hatte. Nun war endlich Zahltag und seine Gläubiger haben sein Anwesen versteigert. Die herzogliche Kanzlei hat sie übrigens gekauft. Rossell wohnt jetzt bei seinem Bruder in Vicovaro. Ich habe Rossell gesagt, dass er nochmal die Rechnung kriegen wird. Wie lange kann man sich auf vergangenen Heldentaten ausruhen? Deine Gläubiger sind wohl zu dem Schluss gekommen, dass seine Versprechen nichts wert sind. So sind die Zeiten. Die Ritter von heute sind nur blasse Schatten im Vergleich zu den Helden von einst. Es stimmt, was man sagt. Die Götter haben das Biest geschickt, um uns zu strafen, dass wir von den alten Pfaden abgewichen sind. Aber ich hatte recht, das war eine Frau. Es sah auf den allerersten Blick ein bisschen wie Yennefer aus, aber dann auf den zweiten nicht mehr. Aber ich habe immerhin erkannt, dass es eine Frau war. Die Leute denken, dass das Biest eine Strafe der Götter ist. Die Ritter achten die alten Bräuche nicht mehr. Sie waren mal die Verteidiger des Herzogtums. Heute verteidigen sie nur noch ihre eigenen Pfründe. Also das ist ja wohl. Lass ihn ausreden. Die Herzogin handelt mit Titeln und zeichnet Übeltäter aus. Wir sind vom tugendhaften Weg abgekommen und haben die Gunst der Götter verloren. Und so strafen sie uns nun. Gib nichts auf diesen Mumpitz, Geralt. Der Mann hat nur irgendwelche Straßenprediger falsch verstanden. Ja, diese Unruhestifter schießen in letzter Zeit wie Pilze aus dem Boden. Jeder schwätzt doch dasselbe. Vielleicht ist es hier eine ganz große Intrige und das Herzogtum oder die Herzogin soll gestürzt werden. Sagen Sie sonst noch was über das Biest, abgesehen von der Strafe der Götter?
Die Toussaintois sind keine Trottel. Es entgeht ihnen nicht, dass das Biest an den Tagen der Schutzheiligen gemordet hat. Wählerisches Monster. Danke für die Gastfreundschaft. Ich gehe jetzt den Leichnam untersuchen. Corvo Bianco ist nicht weit von hier, beim Turniergelände. Einfach der Straße nach, dann kommst du hin. Kommst du nicht mit? Ach so, du hast noch irgendwelche Verpflichtungen. Irgendwelche Verpflichtungen? Ha! Noch vor unserem Aufbruch nach Velen hat die allergnädigste Herrin mir die große Ehre erwiesen, mich heuer in den Palastgärten den Hasen spielen zu lassen. Du wirst dich kaputt lachen, wenn du mich im Kostüm siehst. Das wirft natürlich Fragen auf, aber ich fürchte, die Antwort ist eine lange, verwickelte Geschichte voller weitschweifiger Ausführungen über Geschichte und Tradition. Daher bis später, Miton. Und viel Glück. Miton. Okay, nice. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich zuerst machen soll. Hauptquest, Nebenquest? Grüß dich. Moin Moin. Eine ausgewogene Partie. Das muss ich zugeben. Gottfried und der Ritter zum Schach. Der berühmte Geralt von Riva. Ja, der berühmte Geralt von Riva. Schön, dass Sie es auch erkennen. Gottfried und der Ritter zum Schach. Der letzte Tag des Turniers war gekommen und es stand nun fest, dass Gottfried gegen den geheimnisvollen Ritter zum Schach antreten würde. Gottfried war zu dieser Zeit der beste Kämpfer im Land und daher glaubten alle fest an seinen Sieg. Über den Ritter zum Schach war dagegen kaum etwas bekannt, nur dass er mit seiner dunklen Rüstung aus dem Süden gekommen war und einen Schild mit 64 schwarzen und weißen Rechtecken trug. Als der Herold die Fanfare spielte, stürmten die beiden Ritter mit ihren Pferden aufeinander los. Gottfrieds Lanze traf den Schild des Ritters zum Schach mit voller Wucht, woraufhin dieser im Sattel wankte. Kein Sterblicher hätte einen solchen Treffer überstehen können, doch der Ritter zum Schach hielt sich auf seinem Ross und landete im zweiten Durchgang selbst einen Treffer, durch den Gottfried zu Boden ging. Der Sieger trat an den Besiegten heran, gab ihm die Hand und half ihm auf. Und noch ehe der Herold den Sieger verkünden konnte, nahm der Ritter seinen Helm ab und alle sahen seine Augen, schwarz wie Kohle und sein Gesicht wie verbrannte Asche. Ich komme aus einer vergangenen Zeit, um euch Demut zu lehren, eine lange vergessene Tugend. Mein Name verbrannte im Feuer eines Drachen und ich starb als Opfer meines eigenen Stolzes. Nachdem er diese Worte gesagt hatte, ritt der Ritter zum Schach davon. Niemand hielt ihn auf und noch heute hört man die Leute von seiner Warnung sprechen. Interessant. Zitation von Herzogin Anna Henrietta. Ja, das haben wir ja schon. Informationen für Turnierteilnehmer. Sehr geehrte Quint-Liebhaber, erlaubt mir, mich euch vorzustellen. Graf Monnier, Organisator dieses Quint-Turniers. Wie ihr sicherlich wisst, habe ich in unserem geliebten Spiel eine neue Fraktion eingeführt, Skellige. Ich bin überzeugt, dass dieser Schritt unserem geliebten Zeitvertreib mehr Abwechslung verleiht und das Spiel dadurch noch perfekter macht. Ich würde mich sehr freuen, wenn diese Fraktion während unseres Turniers gespielt wird. Ich wünsche allen viel Erfolg und gut Quint. Ich dachte, der muss los, der ist doch einfach nur. Gleich nach meiner Partie breche ich auf. Gleich nach seiner Partie bricht er auf, okay. Oh! Ziemlich dunkel hier drin, aber egal. Tja, normalerweise empfehle ich ja unsere berühmte Langustensuppe. Aber leider sind die Langusten aus. Ich könnte sie natürlich durch was anderes ersetzen. Barsch zum Beispiel. Langusten durch Barsch ersetzen? Ich bitte dich. Und was kommt als nächstes? Essig statt Wein? Petersilie statt Thymian? Nun, ihr Nordlinge seid ja ganz nett, aber von guter Küche habt ihr keine Ahnung. Quint können wir auch spielen, aber dafür haben wir, glaube ich, keine Zeit mehr in der Folge. Gibt es Gerüchte? Haben die Fischer irgendwas Interessantes zu berichten? Ja, über einen Nordling, der Langusten durch Hecht ersetzt. Das war eine ernsthafte Frage. Und eine taktlose. Ich belausche meine Gäste nicht und verrate sicher nichts weiter, falls ich doch etwas höre. Okay, komm runter, Junge. Hier läuft alles ein bisschen anders in Toussaint, was du anzubieten hast. Oh, neue Karten. Ingenieur, Quintkarte, Fraktion Kaiserreich Nilfgaard. Krabbspinne. Emir Far Emreis, Quintkarte. Impera Brigade, Kaiserreich Nilfgaard. Du besitzt diesen.
So, jetzt haben wir natürlich mega viel verschiedenen Wein, wie es aussieht. Das habe ich mir schon gesagt. Firano-Wein. Aber okay, brauchen wir erstmal alles nicht. Ein neues Essen haben wir wahrscheinlich auch. Was ist das? Geröstetes Kräuterbutterbrot. Oh, geil. Baguette mit Camembert. Oh, lecker, lecker. Schokoladensoufflé. Naja, wir werden die Sachen bestimmt alle noch finden. Und da ja kein Stress, können wir ja etwa alles verkaufen. Krone des Königs der Schweinehirten. 15% Bonusgold. Meisterlich gefertigter Kavalleriesattel. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Kluma-Trophäe, die können wir glaube ich auch verkaufen. Das wiegt nichts, behalten wir auf jeden Fall. Das können wir auch verkaufen. Ist zwar nicht viel, was wir dafür bekommen, aber egal. Ach, Trophäen nimmt er, aber den Rest nicht. Das ist komisch. Egal, reicht. Ja, ich will natürlich Quint gegen ihn spielen, deswegen machen wir hier auch einen Cut und machen das beim nächsten Mal. Ich will nur mal gucken, wo das ist, wo wir jetzt hin müssen. Aha, das ist also da. Ja, da können wir natürlich vorher zumindest das Fragezeichen mitnehmen und dann da hingehen, würde ich sagen. Ja, das machen wir erst beim nächsten Mal. Wie gesagt, da werden wir wahrscheinlich, also mein Plan ist dann erstmal mit dem Quint zu spielen, dann das Fragezeichen, dann dahin gehen, da das ja sowieso sehr nah ist. Und wenn dann irgendwann das Hauptquest halt ein bisschen weiter entfernt ist, gucken wir, wo wir hin müssen für die Nebenquests, was näher dran ist und so weiter. Ihr kennt ja das Spiel. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis.